einen Applaus für unsere Servicekräfte. Nachdem wir das Problem mit dem Korkenzieher gelöst haben, macht das jetzt auch sehr gut und wir werden sozusagen Wein auch in Hülle und Fülle und andere Getränke bekommen. Außerdem möchte ich Ihnen vorstellen, Frau Wegner-Suhr, aber viele von Ihnen kennen ja Frau Wegner-Suhr auch schon, das ist die erste Vorsitzende des Trägervereins. Dieser ganze Abend ist entstanden in Zusammenarbeit eben mit der Stadtbibliothek Fegesack, zusammen mit Herrn Renz, der eben heute auch. Und natürlich, last but not least, möchte ich Ihnen vorstellen den Vorleser, unseren Vorleser für den heutigen Abend, Manfred Hörmann. Aus der Taufe gehoben wurde diese Idee eigentlich auf einer Zugfahrt, nämlich auf einer Zugfahrt zwischen Bremen und Bremen-Fegesack, zusammen mit der seinerzeitigen Leiterin der Stadtbibliothek, Frau Britta Schnedelmann. Wir sind zusammen Zug gefahren und wir haben uns überlegt, was können wir denn mal Schönes zusammen machen als Zusammenarbeit. Und dann haben wir beide rumgesponnen und kamen auf die Idee, ein literarisches Menü, das wär's doch. Das passt doch gut zusammen. Wir haben die Räumlichkeiten und den guten Koch und die Literatur kommt auch von der Stadtbibliothek. Aufgegriffen wurde es eben sofort wieder von Herrn Renz, als er begonnen hat, hier die Stadtbibliothek zu leiten. Und er hat mich dann wieder angesprochen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir es auch schnellstmöglich umsetzen. Ich möchte noch einen Abschlusssatz dazu. Es gibt heute drei Zutaten. Die angenehme Atmosphäre, gute Unterhaltung wünsche ich Ihnen. Es wird so sein, dass Sie ein schmackhaftes Essen bekommen und dann noch die Dichtkunst obendrauf. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch Sie im Namen der Stadtbibliothek heute sozusagen als Co-Gastgeber begrüßen zu dürfen zu unserem literarischen Menü. Man sagt ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das stimmt ja auch, denn er lebt unter anderem auch von der Kartoffel, um die es heute gehen wird. Und nicht nur, er lebt ja auch von den schönen Dingen, die mit dieser Aussage eigentlich gemeint sind. Und vor allem gilt aber auch, der Mensch lebt nicht allein. Und ich glaube schon behaupten zu können, dass natürlich in erster Linie aber nicht nur das Gustav Heinemann Bürgerhaus ein fest etablierter Treffpunkt hier im Stadtteil Fegesack ist, in dem sich Menschen eben auch mal treffen und wohlfühlen können, sondern daneben auch Ähnliches für die Stadtbibliothek gilt, die von vielen Fegesackerinnen und Fegesackern vielleicht als eine Art zweites Wohnzimmer betrachtet wird. Und ja, gerade vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass es dem Bürgerhaus und unserer Stadtbibliothek gelungen ist, unsere Kräfte und Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam heute hier diese literarisch-kulinarische Premiere zu ermöglichen. Also ich bin mir sicher, dass uns heute ein abwechslungsreicher und ja, unterhaltsamer Abend erwarten wird und wünsche Ihnen guten Appetit und gute Unterhaltung. Ja, ich habe zum Beispiel auch für den Anfang gedacht, ich müsste Ihnen nur erzählen, dass ein gewisser Parmentier, ein Franzose, der während des Siebenjährigen Krieges in Deutschland im Gefängnis saß, vermeintlich minderwertige Gefängniskost damals bekam, der Siebenjährige Krieg für alle Nicht-Historiker 1756 bis 1763, die minderwertige Gefängniskost bestand aus Kartoffeln. Aber er fand sie so gut, dass er sie nach seiner Rückkehr nach Frankreich zu einem Bankett verarbeitete. Und zwar, dieses Bankett gab es nur mit Kartoffeln. Also, es war ähnlich wie heute. Das Besondere damals war, dass das französische Kaiserpaar, Königspaar anwesend war. Und dass die Kartoffelblüten im Haar trugen.
Das sehe ich heute hier nicht. Ich sehe auch kein Königspaar, es sei denn inkognito. Das weiß ich nicht. Jedenfalls war es so, dass er von dem Wert der Kartoffel sehr überzeugt war und er sagte, das muss ich dem König vorstellen und so macht er das auch. Er sagte, Eure Majestät, das ist die Kartoffel. Kartoffel, das ist der König. So soll es gewesen sein. Wir befinden uns heute Abend also in guter Tradition, denn heute Abend gibt es hier ausschließlich Kartoffelgericht. Und der Auftakt wird sein, eine französische Spezialität, unter Umständen eine deutsche, das weiß ich nicht so ganz genau. Auf Französisch heißt es Pomme Duchesse und hier heißt es Herzogin-Kartoffel. So. Soweit mein vorbereiteter Text. Das Essen kommt immer noch nicht, also muss ich weitermachen. Ich sehe es schon. Ich fange einfach mal mit der Geschichte der Kartoffel an. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo die Kartoffel herkommt. Also ich mache das bei den, Sie wissen ja, machen die Jugendlichen, also mit Kindern. Wenn die was sagen wollen, sollen sich kurz melden, wenn sie irgendwas sicher wissen. Weiß also keiner sicher, wo es herkommt. Was vermuten Sie denn, wo es herkommt? Südamerika. Südamerika ist wunderbar, das ist ganz erdreich und klasse. Also, ich habe Wissensvorsprung, das ist ja klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Peru baut schon seit 7000 Jahren Kartoffeln an. Und es gibt dort an die 3000 Sorten. Ich frage mich immer, wer das wohl nebenbei alles gezählt hat. Und vor allen Dingen, wer das spezifiziert hat, diese 3000 Sorten, das finde ich immer wieder faszinierend. Aber auch Venezuela, Argentinien und Chile gelten als Ursprungsländer der Kartoffeln. Die Einfuhr nach Europa ist nicht ganz geklärt. Man vermutet, dass ab ca. 1573 in Spanien begonnen wurde, Kartoffeln anzubauen. Und dass diese Saatkartoffeln über die Kanaren eingebürgert wurden. In England gab es die Kartoffel auch. Wer sie genau mitbrachte, ist aber nicht so ganz klar. Francis Drake, der ja für vieles verantwortlich gemacht wird, war es aber wohl eher nicht. Zu meinem Sang, Hans Jörgel Michel Stoffel, und singt mit mir das Ehrenlied dem Stifter der Kartoffel. Franz Drake hieß der brave Mann, der vor 200 Jahren von England nach Amerika als Kapitän gefahren. Europa sollte diesem Mann auf allen seinen Auen, wo es nur je Kartoffeln pflanzt, ein goldenes Denkmal bauen. Salat davon, gut angemacht, mit Feldsalat durchschossen, der wird mit großem Appetit von jedermann genossen. Gebretelt schmecken sie auch gut, in saurer Brühe nicht minder. Erdbirnenknöpfe essen gern die Eltern und die Kinder. Hat jemand sich die Haut verbrannt und hilft kein Feuer sehen, so darf er auf die Wunde nur kartoffelschabzig legen. Und welche Wohltat sind sie uns, das Vieh damit zu mästen? Und wie viele Sorten gibt's? Jedoch, die gutsten sind die besten. Ein allgemeines Lob verdient der würdige Franz Drake. Vom Fürsten bis zum Bauersmann, ob seinem Wohlgeschmack. Wurden die Kartoffeln in London urkundlich erwähnt und zuerst wurde sie wegen der schönen Blüten angebaut. Man kann das in einem Gedicht von Karl von Gerock nachlesen, der
dieses Kartoffelkraut wundervoll besingt. Karl von Gerock hat von 1815 bis 1890 gelebt und hat folgendes Gedicht Blühendes Kartoffelkraut geschrieben. Blühendes Kartoffelkraut, sanft vom Sommerwind umkost. Immer, wenn ich dich geschaut, warst du mein Augentrost. 1738, Preußen führte die Kartoffel ein, der Preußenkönig Friedrich II. Wie er das gemacht hat, diese Anekdote kennen Sie sicherlich. Für alle, die sie nicht kennen, erzähle ich sie gerne nochmal. Ja. Wer kennt sie? Klappt nicht so gut mit dem. Also gut, dann ist es für alle neu, das ist schön. Er hat das folgendermaßen gemacht. Er hat erkannt, dass dieses wundervolle Gewächs sich gut vermehrt in den Böden Brandenburgs. Und dann hat er, weil die Bauern es nicht so recht annehmen wollten, hat er ein Feld angebaut. Das hat er von Soldaten bewachen lassen. Und so haben die guten Brandenburger gedacht, ach Mensch, das muss ja was Tolles sein. Dann klauen wir doch mal aus des Königs Feld ein paar von diesen sonderbaren Früchten. Ja, und auf diese Art und Weise soll das dann in ganz Brandenburg verteilt worden sein.